Bundeskanzler Scholz hat bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin weitere umfangreiche Militärhilfen für die Ukraine angekündigt. Selenskyj hatte zuvor London, Paris und Rom besucht, um den westlichen Verbündeten seinen Siegesplan für einen gerechten Frieden zu präsentieren. Bis zum Jahresende werden wir außerdem mit Unterstützung unserer Partner Belgien und Dänemark und Norwegen ein weiteres militärisches Unterstützungspaket im Wert von rund 1,4 Milliarden an die Ukraine liefern. Auch im nächsten Jahr werden wir unsere militärische Unterstützung der Ukraine kraftvoll fortsetzen. 4 Milliarden Euro sind bereits in direkter bilateraler Hilfe im Haushalt vorgesehen. Ursprünglich sollte Selenskyj seinen Plan auf einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Biden vorstellen. Biden hatte seinen Besuch jedoch wegen Hurrikan Milton kurzfristig abgesagt. Selenskyj besuchte auch den Vatikan für ein Treffen mit Papst Franziskus. Berichten zufolge ging es bei dem Gespräch um den Stand des Krieges, die humanitäre Lage und darüber, wie der Konflikt beendet werden könnte. Papst Franziskus hat schon mehrmals zu einem Ende des Krieges aufgerufen und besonders den Austausch von Gefangenen und eine diplomatische Lösung angemahnt.